Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 3. So, wir gehen nach Hause. So. Wir haben das letzte Spiel. Ah. Ja. Genau. Wir haben das letzte Spiel eine neue. Alles gut mit dir? Lässt du mal bitte. Die Scheibe in Ruhe hier. Gut, wieso ist das zu? Na egal. Genau, letzte Folge haben wir herausgefunden. Alter, was habe ich denn da liegen lassen? Haben wir herausgefunden, dass wir auf einen neuen Planeten müssen. Und das werden wir auf jeden Fall tun. Hoch die Flagge, ja, natürlich, ne? Das mache ich sofort. Nee. Gut. Ist nichts Neues da. Ah, das ist mein Zimmer, ne? Oder? Ja, wahrscheinlich. Gut, hier kommt. Habe ich nicht. Schildgranate. Granate, Schild. Ja, komm hier. Sniper. Habe ich nicht. Eine Faust. Habe ich auch nicht. So. So. Ups. Gut. Damit das nicht alles hier so leer ist. So. Gut. Den Rest werden wir gleich mal verkaufen. Schlüssel. Ich muss mal den Account aktualisieren. Damit ich. Schlüssel wieder bekommen. So. Benutzen. Gut. Genau, dann. Ja, das brauche ich eigentlich nicht. Sniper. Hier. Pumpgun. Komm. Komm, einmal hier und keine Ahnung, einmal. Ja, komm, das reicht. Ausgerüstet und einsatzbereit. Genau. So mag ich das. Zur Moxie. Ein Kammerjäger. Jawohl. Ja, wow. Noch einmal spielen und dann. Was machst du da? Und dann habe ich gar kein Geld mehr. Gut. Dann rollen wir hier mal ein bisschen. Ja, hallo. Nochmal. Die ist sogar gar nicht so schlecht. Ich spiele noch bis 200. Also am besten wäre natürlich hier oben. Ja, die da wären geil. Was ist das? Weiß ich nicht. Natürlich die Asse wären auch cool.
Okay, das kommt anscheinend sehr häufig. Und ein letztes Mal. Na, ist nix. Gut. So, dann werden wir mal hier auf die Brücke gehen. Wupp. Das ist ein bisschen eine schlechte Konstruktion hier. Ich bin da. Und wie ist Promethea so? Ein Kriegsgebiet. Atlas wird zermalmt. Wir werden Rhys helfen, wenn wir können, aber erstmal müssen wir nach Athenas. Ich habe da eine Freundin, mal sehen, was sie weiß. Claptrap. Verschlüsselte Nachricht an Athenas. Rufzeichen Saphir. Maya! Schlechter Zeitpunkt? Ja, irgendwie schon. Du meldest dich sicher aus dem gleichen Grund, aus dem Malivorn unser Kloster zerstampft. Also ich habe es nicht, weiß aber, wo es ist. Hey, kommt schnell her, sonst verpasst ihr den ganzen Spaß. Und mit Spaß meine ich, von Firmenmördertrupps plattgewalzt zu werden. Maya. Maya! Sie kommt klar, bis wir da sind. Sie ist eine Sirene und ein Badass, wie er im Buche steht. Vielleicht bringen wir sie ja dazu, uns beizutreten. Bestimmt. Wäre hilfreich, noch eine Sirene an Bord zu haben. Neben dir, Lilith. Dich habe ich mitgerechnet. Oh, mehr Ladies, aber mir halt Claptrap's Körbchen. Schnauze. Gut. Kurs auf Athena setzen, Kammerjäger. Jawohl. Warte, sie hat noch was für mich. Tennis, gehen die Spritzen aus, was? Mir gehen die Spritzen aus. Hä? Die blöden Primatenbewohner dieses Schiffs scheinen meine Spritzen zu stehlen, um sie für was auch immer zu nutzen. Ich habe keine mehr und brauche sie zurück. Spritzen. Okay. Warum nicht Spritzen? Warte. Nun, das hier spricht für sich. Claptrap braucht einen ordentlichen Tritt, aber das gilt für so viele Dinge. Ja. Na gut. Gut. So, also, Spritzen. Da ist eine. Ja. Sie spielen Darts mit meinen Spritzen. Das ist inakzeptabel. Außerdem weiß doch jeder, dass Spiele nur was für hirnamputierte Schwachköpfe und Rotzblagen sind. Oh oh. Gut, dann ist da noch eine drin. Nee, dieses. Nee, wahrscheinlich dann unten. Da ist eins. Weiß ich auch nicht. Da drin. Können diese Trottel sich denn nicht anders amüsieren? Ja, offensichtlich nicht. Na klasse. Hier wurde benutzt, um grenzwertige Pornografie zu verdecken. Sittenstrenge Vorstellungen von Sexualität sind sowas von letztes Jahrhundert. Okay, gut. Du hast sie wo gefunden? Unfassbar. Ja. Ah, da drin ist noch eins. Bei Moxie drin. So, dann die letzte ist natürlich hier. Ist
Irgendwie geht's der Crew nicht sehr gut. Oh Gott, du hast auch. Ja, okay. Warum empfangen wir überhaupt noch Übertragungen über Antennen? Das ist barbarisch. Wir leben in der Zukunft, verdammt. Ich frage mich manchmal wirklich, warum ich mir das hier antue. Zumindest habe ich Zugang zu unzähligen iridianischen Artefakten und einer Menge von Testsubjekten. Ach nein, ich soll sie ja Patienten nennen. So, 14. Ha, bei Ende des Action Skills. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Aber ja, hab nicht genug Money. Dann verbrauchst du 5 Sekunden lang keine Munition. Gesalbtes Schützen. Alter, ohne Scheiß, 17 mal 18. Alter. Okay. So, Kopf. Gibt's einen coolen Kopf? Das ist eigentlich ganz cool. Ja. Nein. Oh nein. Oh. Der hat jetzt den... Oh nein. Oh, ja, geil. Der hat jetzt den Pferdekopf. Ja. So, Skins. Na, ich habe jetzt natürlich, kein Geld mehr, ne? Warte, welchen fand ich cool? Den da, ne? Ja. Super, dann schauen wir mal, wie der tolle Skin aussieht. Der Kopf. Oh Mann, wieso habe ich den? Aha. Egal. Wenn wir jetzt schon das gemacht haben, müssen wir den jetzt auch falsche Seite. Müssen wir den jetzt auch anziehen, ne? Oh Gott. Warum? Ich gehe voll in die falsche Richtung. So, ins Labor. Hier, bitteschön. Bitteschön. Jetzt kann ich endlich wieder arbeiten. Danke, Kammerjäger. Und falls du noch wen findest, der meine Spritzen gestohlen hat, exekutiere ihn. Okay, tschüss. Warum sollte ich schießen? Damit kann ich leben. Ich nicht. navigieren. Navigiere nach Athenas. Also so kann ich doch der Maya nicht unter die Augen treten. Mit so einem Pferdekopf auf dem Kopf. Bitte was? Entschuldigung. Es war ein Fehler. Hä? Achso. Ups. Schon wieder Maliwan. Die Kerle sind unerbittlich. Landekapsel bereit, wenn du es bist, Kajot.
Was? Okay. Let's go. Hui. So, noch mal eins runter. Ah. Da kann ich ja mein Zeug verkaufen. Einmal das bitte, das und das. So. Gut. Wohin gehe ich eigentlich? Ich muss da runter. Hui. Boing. Oh, ich freue mich auf die Maya. Die ist cool. Jo, hi. Ein von einer seelensaugenden Sirene angeführter Banditenkult. Firmenkrieger auf Promethea. Wir stecken in der Scheiße, Amigo. Kein Zweifel. Tritt einfach weiter für Lil in Ärsche. Oh, irgendjemand muss ja. Hüpf rein, wenn du soweit bist. Okay. Ui, sieht schön aus. Ja, ich glaube, da sind welche zu Besuch. Da bist du ja, passend für den Kampf. Ich bin Maya. Komm zu mir ins Marktviertel. Ein Bataillon Maliwan-Soldaten zertrampelt mein Haus und ich würde mich über Hilfe freuen. Du weißt schon, bei ihrer Auslöschung. Ja, ja. Als würdest du Hilfe brauchen. Hihi. So, alles gut, alles schön. Apropos schön, ne? Hm, durchaus. Es wäre toll, wenn außer meiner Schülerin noch jemand hier wäre, der keinen Eid der Gewaltlosigkeit geleistet hat. Apropos... Akt der Gewaltlosigkeit, okay. Ah, da geht's schon ab. Guten Tag. Du Niete. Ja, wo bist du? Hier, kritisch, kritisch. Daneben, kritisch. Hierüber, ihr Hackfressen! Oh, ups. Verdammt. Von wo? Da. Weil ich glaube nicht, dass der so krass war. Doch anscheinend. Ja, den könnte ich zum Beispiel jetzt übernehmen, aber irgendwie... Nö, sehe ich nicht. Jetzt, erledigt diese Truppen. Ich bin bald da. Ich suche nur für etwas. Karma Neuausrichtung. Hier.
So, dann wollen wir mal. Was bist du denn? Ein Hund oder was? Ah, Hilfe! Ah. Alter! Sitz hier. Bist du mal brav? Sitz, Platz. Meine Güte. Volltreffer. Geist plündern. Ha, wahrscheinlich muss ich den innerhalb von der Zeit dann töten, damit der was abgibt. Könnte ich mir vorstellen. Ah, komm raus. Ach komm. Good night. So. Na, wo seid ihr denn? Leute, die Glocke. Sehr gerne. Oh. Hallo Maya. Du treibst dich also mit den Raiders rum. Schätze, Lilith musste mich früher oder später ersetzen. Bereit für etwas Action? Maliwan besteht aus jeder Menge Technologie-Nerds. Machen wir ihnen die Hölle heiß. Dachte ich mir. Mir nach. Wir treffen uns mit meiner Schülerin, falls sie noch nicht umgebracht worden ist. Das Fragment ist in einer eridianischen Einsiedelei eingeschlossen. Das Kloster wurde von Mönchen darum herum erbaut, die es für heilig hielten. Ist es vielleicht, aber im Moment zieht es die falsche Aufmerksamkeit auf sich. Lass dir ruhig Zeit. Okay. Ah, oh, na gut. Hat gut geklappt, bis Maliwan uns gefunden hat. Ich schau da später nochmal hin. Achtung, ihr dämlichen Pazifistenmönche! Hier spricht Unterdrücker Trond. Das ist nicht nur ein Titel. Säge. Bislang konnte er nicht in die Einsiedelei vordringen, aber wir sollten uns nicht auf seine Inkompetenz verlassen. Trond. Hört zu, Mönche. Ich weiß, dass ihr glaubt, ich würde das tun, um euch zu quälen, aber eigentlich mache ich das nur, damit mein großer Bruder stolz auf mich ist. Er ist ein General und ich habe deshalb einen riesigen Minderwertigkeitskomplex. Mhm. Wenn ich also euer ganzes Kloster niederbrennen muss, um ihn zu beeindrucken, dann werde ich das tun. Versteht ihr? Das versteht ihr doch, oder? Aber klar doch. Oh. Sichere den Platz. Danach läuten wir die Friedensglocke und uns die Mönche durchlassen.
Komm her. Ah, ich bekomme den nicht. Nice. Ich mag meinen Bär. Das war richtig. So. Was ist das? Ah, naja. So. Aber wir haben schon wieder überzogen. Entschuldigung. Kurz auf Klo. Mhm. Danke. Voll in den Po. Platsch. Das mit der Gatling ist richtig cool. Hm. Kaputt. Klatsch. Ach geil. Das macht echt Spaß. Sorry, dass ich gerade, oder gerade, also, ich bin ja jemand, der nicht sehr viel labert bei den Let's Plays. Ich bin halt überhaupt kein Multitasking-Typ. Wow. Noch einer, da oben. Da oben noch einer. Lop. Large. Gut. Das war das. Die Luft ist rein. Wenn wir nicht im Krieg sind, läuten die Friedensglocken Tag und Nacht im Stundentakt. Echt ein Albtraum. Achso, da oben. Sorry. So. Krass, der Bär ist schon wieder fertig. Und jetzt? Ah. Maya, wo ist die Kleine?
sucht vermutlich Ärger. Ob du Ärger hast oder machst, mögen die sechs Stürme dich schützen. Er hat recht. Ich sollte nach meiner Schülerin sehen. Ava, bewachst du noch die Bibliothek? Maya! Hey, ja, ich bin sowas von bei der Bibliothek. Du hast doch gesagt, ich soll dort bleiben. Hier, weil ich bin ja noch hier. Das war ein... ich muss los. Ava ist so schwer an einem Ort zu halten wie Quecksilber. Aber deshalb habe ich sie aufgenommen. Entweder wird sie umgebracht, oder ich bringe ihr bei. Zu überleben. Achtung, Mönche von Athenas! Hier spricht Captain Trott. Gebt sofort das Schlüsselfragment heraus, oder wir verkleinern euren so blöd friedlichen Planeten. Das heißt, wir sprengen ihn. Gott, ich liebe diese Firma. Form und Funktion. Gut, wir ja, cutten das mal, weil wir sind schon bei einer halben Stunde. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat's gefallen und bis zum nächsten Mal. Bye!